Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur aktuellen Ausgabe von Bills Woche 22 rund um die Smokers Planet Ausgabe dieser Kalenderwoche. Ja, nehmen wir doch einfach mal den Fuß vom Gas. Wir waren viel unterwegs, viele Präsentationen für Bills Woche vor Ort, in Örtlichkeiten hier in Seligenstadt, aber auch bei unseren Gesprächspartnern im Lande. Heute Persönlichkeit angesagt, ein bisschen Ruhe, ein bisschen zurücknehmen. Das hat auch Kurt Eckermann, der Präsident des Verbandes der Deutschen Falkenraucher, anlässlich der Westdeutschen Meisterschaften in Köln am Wochenende gesagt. Ruhe und Besinnlichkeit sollte man haben und frei vom Stress sein. Ja, das ist doch wunderbar. Dann machen wir das doch mal so. Es ist ja nicht einfach, es ist bekanntlich nicht einfach, den Schalter runterzunehmen. Erst Gas geben und dann von 240 auf 300 Stundenkilometer runterfahren. Aber dazu fragen wir unseren Kameramann, der beherrscht das. Events, Highlights und urbares Tagesgeschäft miteinander zu verbinden, nicht ganz einfach. Da kommt man von einem wunderbaren Event aus München zurück und gleichermaßen trifft ein Holländer, ein Politiker aus Holland, die Aussage, dass die Zigarrenpackungen demnächst 20 Euro kosten sollen. Das soll man alles verarbeiten. Gleichermaßen am gleichen Tag und oft in der Früh wunderschöne Produktinnovationen aus der Industrie, sei es vom Tabakbereich, vom Pfeifenbereich, aber von den Spirituosen. Ja, und die kommen meistens morgens vor 9 Uhr, also zu dieser Uhrzeit, nicht vertretbar. Ja, dann schauen wir doch rein in die aktuelle Ausgabe von Smokers Planet und lassen Sie sich wieder überraschen. Wie immer starten wir bei Smokers Planet mit der Rubrik Nachgefragt. Nachgefragt diesmal bei Oliver Kopp, dem Geschäftsführer der Kopp Pfeifen GmbH. 100 Jahre Kopp und ganz weise. Oliver Kopp in einem informativen Gespräch, das in der folgenden Woche auch mit einem Video bei uns auf Smokers Planet bzw. auf dem YouTube-Kanal Smokers News TV zu sehen sein wird. Unter Intro, Dupont kommt im modischen modernen Outfit. Ein Hawaii-Mini-Jet, eine Serie, die aktuell in den Fachhandel kommt. Inspiriert von den exotischen Flora des US-amerikanischen Bundesstaates, präsentiert Dupont ein charmantes Feuerzeug in drei verschiedenen Versionen. Und auch rauchbar, diesmal etwas konzentriert, filmreif, die Corrida fasziniert auch in München die Genussraucher. Großes Kino mit den Freunden des Prime Selection Club München im Filmcasino am Odeonsplatz. Dazu auch ein Video. Zigarren von gestern, Roma Kraft Tobak Neandertal trifft die Aficionados 2019. Drei verschiedene Fasons dieser Zigarrenlinie. Unter Mitmachen und Gewinnen führt es uns nach Hessen und zwar nach Schletz. 5x15 ausgewählte Botanicals gewinnen mit dem Burgen Dreitschin in limitierter Auflage. Die Schlitzer Destillerie, einer der ältesten der Welt, ist unser Gewinnspielpartner und bringt Genussfreude ins Haus. Und auch schon entdeckt, John Aylesbury. Wir haben den Tabaksommer eingetütet. Genussbringer für Pfeifenraucher, die John Aylesbury Sommer Edition 2019. Und da trinkt man, da geht's mal ins Schweizer Bierenland. Die Schweiz wird zum Bierland. Die Zahl der Kleinbrauereien explodiert und der Absatz auch. Der Gin mit der Möhre, eine interessante Entwicklung aus St. Augustin. Dazu Diageo mit dem Super Premium Gin und drei neue Whiskys gelauncht, heißt das bei The Balvenie. Frische Sommerfreunde mit dem Likör 43, spanische Erfrischung für heiße Tage und laue Nächte. Und der Top of the Week, Sherlock Holmes für Hermann Hauser im Einsatz, die Pfeifenserie Sherlock Larch im Angebot der Augsburger. Der Hingucker der Woche, Booker-Empfehlung. Die Booker-Empfehlung heißt Umdom 3, preiswert mit viel Aroma und toller Optik. Unter Besuchbar tut sich einiges bei uns in dieser Woche, da war die Westdeutsche Meisterschaft im Pfeife Langsamrauch in Köln. Kölner Team siegen und feiern 40 Jahre ihren Pfeifenclub. Der Deutschen Whisky-Brennerladen ein, zum Tag des Deutschen Whiskys in Schlitz zum Beispiel am 29.06. ab 14 Uhr
in der Schlitzer Brennerei. Fratello ist auch wieder on Tour. Tasting zum Beispiel auch bei Tabaksauer Megastore in München. Geht doch. Zigarrenanbau in Biebertal. Echte Königsberger Zigarren. Eine kleine Entwicklung mit einer großen Aussicht. Nein, ein Spaßbetrieb und richtig schönes Programm einer Familie, die sich für den Tabakbau interessiert. Heiße Kiste in Freiburg, Zickers on Fire. Stefan Neuer Tabakwaren und Whisky lädt zum Grill and Smoke ein. Und dann das Brickhaus Bier and Barbecue Rot on Tour. Freizeitspaß unter Freunden unter dem Slogan Thank you for smoking. Die Brickhaus Zigarre lädt dazu ein. Und da trinkst du nur ein einzigartiger Fassbrand. Erfolgreiche Honigernte führte zu einer sensationellen neuen Produktentwicklung. In unserem Mediasender. Die Corrida fasziniert auch in München die Genussraucher. Das habe ich Ihnen jetzt schon ein paar Mal erklärt, aber sehen Sie einfach das Video dazu. Großes Kino mit Freunden, das Prime Selection Club in München. Und der Veranstaltung, wie immer, die Tipps von Art of Smoke. Und weitere Artikel finden Sie dann unter rauchbar, brauchbar, trinkbar, besuchbar und lesbar. Und dann nicht vergessen, nach dem Partner der Woche reinschauen, Rauchpfeifen aus Wetzlar. Wunderschöne Präsentation eines wirklich individuellen Fachgeschäftes. Das war dann die frische und bunte SP-Mischung in dieser Woche. Frisch auf den Tisch hieß es auch in der letzten Ausgabe, als wir aus dem Lebensmittelfachgeschäft berichtet haben. Frisch auf den Tisch, aber mit meiner Erklärung, dass ich mich im Lebensmitteleinzelhandel nicht so auskenne. Der personifizierte Nicht-Einkäufer war meine Aussage und dafür gab es einige Kritik aus dem Zuschauerkreis. Ja, ich bin schon ein Einkäufer und ich stehe auch zu der Aussage, man soll den Handel vor Ort wirklich unterstützen. Allerdings im Lebensmittelhandel bin ich nicht ganz so zu Hause. Jeder dort, wo er sich wohlfühlt und jeder dort, wo er auch stark ist. Damit sind wir bei den Themen dieser Woche. Wieder Brücken gebaut zu aktuellen Informationen aus dem Tabakbereich, aus dem Einzelhandel, der Tabakbranche und natürlich von den Events und von tollen Produkten. Ja, das war es dann. Bis zur nächsten Woche. Lieben Sie den Genuss und freuen Sie dem Leben. Ihr Klaus-Peter Will.